Technische Lösungen und Innovationen sind gut und nützlich für Mensch und Klima, aber es hat einen entscheidenden Faktor dabei, nämlich den Menschen. Den müssen wir auch mitnehmen und dem bedarf es tatsächlich da, Verhaltensveränderungen voranzutreiben. Verhalten verändert sich nicht von heute auf morgen, es braucht Zeit. Eine Möglichkeit neben der Wissensvermittlung ist zum Beispiel eine Selbstverpflichtung einzugehen. Selbstverpflichtungen, die können schriftlich oder mündlich sein, schriftlich besser, sollten freiwillig passieren und sollten gemeinsam am meisten bewirken. Wie viel wir wirklich verbrauchen, das ist uns gar nicht immer so transparent. Feedbackmaßnahmen einzuführen wären eine Möglichkeit, um Abhilfe zu schaffen. Wir wissen nicht, wie viel es tatsächlich verbraucht, den Lichtschalter umzulegen oder die Treppe statt den Lift zu nehmen. Personen haben oft gute Intentionen und sind schon fast so weit, das Verhalten noch wirklich auszuführen. Dann fehlt eigentlich nur noch der letzte Schritt. Und genau an diesem Punkt ist es hilfreich und sinnvoll, visuelle Erinnerungshilfen zum Beispiel einzusetzen. An Orten, wo man schnell vorbeigeht, wo man eventuell in Eile ist, nochmal darauf hinzuweisen, dass man zum Schluss eben den Lichtschalter drückt. Ja, diese kleinen Verhaltensveränderungen sind wichtig, tun überhaupt nicht weh und helfen uns langfristig ein gutes Leben zu führen.